Mit starken Leistungen in der Vorsaison beim FC Augsburg und jetzt bei den Olympischen Spielen in Japan hat sich Felix Udukai in die Notizbücher vieler Topclubs gespielt. Nach Sport1-Informationen zeigt vor allem Atalanta Bergamo starkes Interesse am 23-jährigen Innenverteidiger. Die Italiener sind seit längerem an Udukai dran und würden ihn gerne in diesen Sommer verpflichten, da sein argentinisches Pendant Christian Romero vor einem Wechsel zu den Tottenham Hotspur steht. In Augsburg hat der zweimalige deutsche Nationalspieler einen Vertrag bis 2024. Bergamo ist nach Sport1-Informationen bereit, um die 15 Millionen Euro Ablöse für ihn zu bezahlen. Emre Mor wechselt den Berater. Der türkische Offensivspieler, der einst als Megatalent galt und 2016 zu Borussia Dortmund wechselte, wird künftig von Starberater Mino Raiola vertreten. Der berüchtigte Spielerberater betreut unter anderem Superstars wie Erling Haaland, Gianluigi Donnarumma und Zlatan Ibrahimovic. Nun kümmert sich Raiola auch um Mor und soll neuen Schwung in die Karriere des 24-Jährigen bringen. Die Zukunft von Jerome Boateng ist weiterhin in der Schwebe, doch es verdichten sich die Anzeichen, dass der frühere Bayern-Star demnächst in Andalusien sein Geld verdienen wird. Sport1 hatte bereits am Montag berichtet, dass sich der FC Sevilla mit Boateng befasst. Nun wird es heißer, denn der Champions-League-Teilnehmer lässt aller Voraussicht nach Jules Koundé zum FC Chelsea ziehen. Nach Sport1-Informationen steht der Wechsel des französischen Innenverteidigers unmittelbar bevor, weswegen Sevilla dringend einen neuen Abwehrspieler benötigt. Boatengs Vertrag beim FC Bayern war Ende der vergangenen Saison ausgelaufen. Derzeit arbeitet der 32-Jährige im Urlaub an seiner Physis, um sich für einen neuen Topclub in Stellung zu bringen.